So, Leute, also wir haben Schmie. Und Schmieb macht jetzt irgendwie gleich um 19 Uhr eine öffentliche Ankündigung. Er stellt uns was ganz Besonderes vor. Hey Leute, der Gumball startet in Schottland und bei uns läuft die Vorbereitung auf Hochtouren. Monate der Arbeit und Vorbereitung münden jetzt in dieser finalen Woche, wo jetzt bei uns der Puls, so wie bei allen anderen Tourteilnehmern, komplett durch die Decke geht. Ich sag euch, ich bin ja mit allen in einer WhatsApp-Gruppe drin. Alle sind mega aufgeregt, so wie wir auch. Leute, das heutige Video, da geht es um Folgendes. Zum einen werde ich euch die Veränderungen an unserem Bugatti Chiron für den Gumball näher bringen. Zum anderen haben wir noch weitere Autos hier, die zusammen mit unserem Bugatti Chiron heute geladen werden in diesen speziellen Sondertransporter, der von Viernheim aus bis nach Schottland durchfahren wird. Wir dürfen natürlich keine Autos beschädigen, wie wir die da reinkriegen, werden wir alles für euch filmen, aber dann auch unseren Abflug und die Ankunft in Schottland, bis wir an der Startlinie stehen. Wie ihr wisst, haben wir ja Gepäck dabei und wir kriegen ja nicht mal eine kleine Damenhandtasche in unserem Bugatti rein. Also brauchten wir ja ein SUV als Begleitwagen. Die Entscheidung ist auf unseren Lamborghini Urus Performante gefallen. Und Felix, schau mal, wie das Auto jetzt aussieht. Wir haben quasi hier unsere gesamte Strecke auf die Motorhaube foliert. Und immer dann, wenn wir eine Stadt passieren, einen Checkpoint passieren, werden wir ein X draufsetzen auf die Motorhaube. Dann natürlich als Gumball-Begleitauto auch das Gumball-Logo und natürlich auch unsere eigenen Firmenlogos aufs Auto. Sagt mal Leute, wie findet ihr, ist das Auto geworden? Was sagt ihr zu dem Gelb? Hättet ihr eine andere Farbe genommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was hat denn das Ganze mit den grünen Autos im Hintergrund auf sich? Ne? Ihr kennt ja unseren Bugatti Chiron. Ihr kennt unser Begleitfahrzeug, aber warum stehen nochmal drei grüne Autos hier? Leute, ganz einfach, die Fahrt von Viernheim bis nach Edinburgh in Schottland kostet rund 10.000 Euro. Und es waren natürlich auch andere Teams aus Deutschland beim Gumball mit. Und hier haben wir zwei Autos plus ebenfalls Begleitauto von Freunden von uns. Die haben ihre Autos im Vertrauen zu uns geschickt, weil wir werden dann gemeinsam die drei Autos und unsere beiden Autos in diesen riesigen geschlossenen Sondertransporter später aufladen und nach Edinburgh, Schottland losschicken. Kommt, wir schauen uns auch mal diese Autos an. Wir haben hier ganz krass einen Lamborghini SVJ Roadster mit 770 PS dastehen. Dann haben wir den Huracan SCO, ganz neues Auto mit 639 PS dastehen. Und witzigerweise haben sich die Jungs als Begleitauto ebenfalls ein Lamborghini Urus ausgewählt. Das sieht doch schön aus, oder? Wie die beiden Autos nebeneinander stehen. Unter Freunden ärgert man sich natürlich auch mal gerne, ne? Und ich habe die beiden Jungs angerufen und gemeint, ihr wisst schon, dass eure beiden Autos, der SVJ Roadster mit 770 PS und der Huracan STO in Summe immer noch weniger PS haben als mein Bugatti Chiron mit 16 Zylindern und 1500 PS. Die Antwort von den Jungs war, du Arsch. Beim Gumball will man natürlich auffallen. Und da waren für uns zwei Sachen wichtig. Zum einen wollen wir natürlich den Wert des Fahrzeugs schützen. Das heißt, der Lack muss geschützt werden, die Scheiben müssen geschützt sein. Und zum anderen wollen wir auch auffallen. Da haben wir uns überlegt, wie können wir das Design vom Auto noch weiter pushen, noch auffälliger machen. Und wie ihr unschwer an mir erkennen könnt, habe ich so ein kleines Faible für Orange. Und da habe ich zum Serkan gesagt, Serkan, was kannst du für mich am Auto machen, damit der Wagen orangene Details kriegt und so richtig fetzt? Also Serkan, was hast du gemacht? Leg los. So, zum Ersten haben wir das ganze Fahrzeug mit einer XPEL-Folie geschützt. Also im Vorderbereich war alles in Chrom, das haben wir mit einer orangenen Folie beklebt. Die Luftleitelemente hier oben waren schwarz, hier haben wir orangene Akzente gesetzt. Dann haben wir hier an der Seite die Spiegelgehäuse von Chrom in Orange beklebt. Die Ellipse haben wir auch nochmal von Chrom auf Orange gesetzt. Hier zu der Linie haben wir die Bugatti-Logos und die Bremssättel in Orange gesetzt. Dann haben wir hier hinten, das ist ganz cool, schaut euch das mal an. Leute, das fetzt richtig, schaut euch das mal an. Also das Carbon haben wir in Carbon gelassen, aber das Chrom haben wir in Orange mit einer schwarzen Akzente. Also das sind die Motorabdeckungen, ne? Und die waren vorher chromfarben. Boah. Das ist auch ganz cool, das Chrom hier hinten an der Rückleuchte komplett durchgezogen bis nach rechts, einmal in Chrom gesetzt. Das Bugatti-Logo natürlich, also das darf ja, das ist ja in Pflicht. Und die Linie hier unten am Heckdiffuser. Das waren die Akzente, die wir gesetzt haben. Aber da gibt es noch was. Du hast die Felgen verändert. Genau, die Felgen haben wir in Schwarz-Hochglanz lackieren lassen, damit das Orange mehr zur Geltung kommt. Weil bei Chrom ist es so ein bisschen untergetaucht. Sag mal, die Felgen waren ja vorher chromfarben. Ja. Jetzt haben wir sie umlackiert.
Ist das schlecht für so eine Felge oder wie habt ihr das gemacht? Nee, die sind jetzt gepulvert. Und dann hast du aber auch nochmal die Felgen versiegelt? Genau, die Felgen und die Bremssättel sind für die Gumball keramisch versiegelt, dass wenn wir zurück sind, wenn wir sie runtergewaschen haben, dass sie einfach wieder aussehen wie neu. Und was auch ganz wichtig war, mir haben die Jungs vom Gumball im Vorfeld gesagt, schützt deine Windschutzscheibe. Gerade beim Bugatti Chiron kostet die Windschutzscheibe 80.000 Euro, Leute. Und so eine Windschutzscheibe, gerade wenn 99 andere Verrückte neben dir, vor dir, hinter dir da mit ihren Autos über die Autobahn ballern, du weißt ja nie, was dein Vordermann plötzlich macht oder was da vor ihm liegt und was er dir dann auch auf die Scheibe aufwirbelt. Also Serkan, was haben wir mit der Scheibe gemacht? Hier haben wir auch eine Steinschlagschutzfolie draufgeklebt. Hier geht es bis zum Rand, also man sieht nicht mal, dass da eine Folie drauf ist. Das heißt, wenn wir zurück sind und die Folie nicht mehr so schön aussieht, ziehen wir es ab, haben eine neue Scheibe. Was ist die große Herausforderung bei einer Folie für die Windschutzscheibe vorne? Die Windschutzscheibenfolierung ist eine andere Folierung. Das ist eine ganz spezielle Scheibenfolie. Serkan, was kostet mich der Spaß? Der Spaß kostet dich 25.000 Euro. Danke, mein Freund. Weiter geht's. Also Leute, der Riesentransporter steht bereit. So Leute, neben mir steht Wladimir. Wladimir ist der Mann unseres Vertrauens. Er übernimmt gleich 5 Autos im Wert von rund 6 Millionen Euro von mir und wird sie für uns bis nach Schottland hochfahren. Aber bevor er fahren kann, muss er natürlich erstmal die Autos aufladen und das ist gar nicht so einfach. Das können wirklich nur absolute Profis. Wladimir erklärt uns jetzt, in welcher Reihenfolge er die Autos von uns braucht. So, als erster nehme ich den Bugatti. Sag mal, Wladimir, warum brauchst du zuerst den Bugatti und dann den Urus und dann so weiter? Also erklärst du das? Das geht nur um Höhe, Länge, Breite. Also es geht um Höhe, Länge und Breite. Das ja. Kommt uns Männern bekannt vor, oder? Genau, aber mein Auto wird nicht breiter, LKW, PKW wird breiter, aber LKW bleibt immer dasselbe. Ja. Deswegen müssen wir ich habe nicht den höchsten, aber ich habe auch nicht den längsten und den breitesten. Aber ansonsten ist der breiteste und der längste, glaube ich, der SVJ, oder Felix? Ja. Der ist der längste. Ja. Also, Punkt an meine Kumpels. Die haben dann doch den längeren gehabt. So. Die tiefen Autos kommen in die untere Etage und der Urus kommt oben drauf. Das macht einen schon Sorgen, oder? Wenn du hörst, dass jemand einen Urus über deinen Chiron stellt. Ja, kann da was passieren irgendwie, wenn du auf so eine Bodenwelle kommst, dass es so Batz macht und... Das ist 14 Grad passiert bei mir gar nichts. Und die Federn ja auch nicht. Das sind Sportwagen. Ja. Die Federn gar nicht. Also da passiert nichts? Versprochen? Versprochen. Ich mache Abstand einfach. Ja. Du machst das ja auch nicht zum ersten Mal. Also wenn dann, du bist ja riesig. 15 Jahre mache ich das. Ja. Perfekt, dann würde ich sagen, auf geht's. Wir schnappen uns die Schlüssel und fahren die Autos drauf. Wie viele Autos hast du schon transportiert in deinem Leben? Ungefähr. Keine Ahnung. Seit 15 Jahren fahre ich jeden Tag 6 Stück. Und okay. Jeden Tag verschiedene. Also Leute, ihr rechnet jetzt mal aus. 15 Jahre mal 305, ja, lass ihn mal 330 Tage im Jahr arbeiten. Ja. Also 15 Jahre mal 330 mal 6 Autos. Dann habt ihr die Zahl, wie viele Autos er schon transportiert hat. Wie oft schon ein Bugatti Chiron? Chiron nie, aber Bugatti schon verschiedene. Aber noch nie ein Chiron. Ach, Leute, also das ist jetzt so ein ganz, ganz kritischer Moment. Wir verladen jetzt wirklich 6 Millionen Euro, unter anderem dem Bugatti. Stellt euch vor, wir planen seit Monaten die Tour. Ich habe auch Verantwortung für die Autos meiner Freunde übernommen. Und jetzt geht irgendwas schief mit einem Auto. Die Jungs würden mir den Arsch aufreißen auf gut Deutsch. Aber deswegen volle Konzentration. Wir passen auf, dass hier nichts schief läuft. Wir machen das ja alle nicht zum ersten Mal. Zumindest er nicht. Konzentration, das erste Auto. So ein SVJ Roadster, 700.000 Euro. Da darf nichts schief gehen. Schlimm ist natürlich immer hier beim Hochfahren die Lippe vorne. Passt. Wladimir hat ja auch schon die Lippe hochgemacht, also er hat das Liftsystem schon nach oben gesetzt. Die Spiegel sind eingefahren. Das passt. Absoluter Profi. Wie knapp das alles hier drin ist. So, von der anderen Seite passt das alles. Oh, das war mal ein Gasstoß. Das Gemeine ist halt auch, der SVJ hat immer noch das alte Getriebe drin. Und jeder, der mal Aventador gefahren ist, weiß, wie schwerfällig oder wie ruckhaft dieses Getriebe ist. Also, das ist mit die undankbarste Aufgabe, so ein Auto hier drauf zu fahren mit dem alten Getriebe noch. Wladimir, sauber, denk an den Fahrzeugschein. Ah ja. Wir sammeln Fahrzeugscheine. Der Fahrer muss natürlich alle Fahrzeugscheine an den Grenzen vorweisen können.
So, Fahrzeugschein Nummer 2. Ich kriege ganz häufig zwei Fragen. Zum einen, zeig uns doch mal so einen Schein an sich. Und zum anderen, ja, gehört das Auto auch den Jungs? Ja, Leute, guckt mal. Hier haben wir Bugatti Chiron. 1103 kW. Heftig, oder? Und dann hier die Zulassung. Einmal für euch zum Mitgucken. Automobilzentrum Rhein-Neckar. Das ist unser Auto, Leute. Weiter geht's mit dem Verladen. Wir müssen jetzt natürlich beim Verladen mithelfen. Ich meine, links und rechts in der Regel bekommen die selber hin. Aber hier geht es jetzt halt wirklich auch um die Höhe. Schau mal. Das ist bewundernswert. Komm! Super! Passt perfekt. Das ist heftig, wie knapp das ist. Guckt mal, Leute, hier. Und das Liftsystem ist schon hochgefahren. Bedenkt, jede Felge, wir haben jetzt noch ein paar so viel Abstand jeweils zu den Seiten. Und jede Felge, wie ihr wisst, kostet ja allein schon 20.000 Euro. Sieht gut aus. Ja, geht noch nicht auf. Geht noch nicht auf, sagt er. Also da ist noch so viel Platz nach vorne. Das ist krass. Das ist, jetzt aber stopp. Geht die Tür auf? Die Tür muss aufgehen? Ja, 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 geht auf. Warte, warte. Wenn ich eine Bremse anziehe, zieht er zurück oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Probieren wir es mal. So, also jetzt ist die Frage, das Auto ist jetzt, die Tür muss aufgehen, wir müssen hier dran vorbei, jetzt zieht er die Bremse an, dann bewegen sich ja die Autos immer noch so ein ganz kleines Stück. Hoffentlich in dem Fall nicht. Die Tür geht auf. Perfekt. Ich halte es dir auf. Geh weg da, damit du direkt runterspringen kannst. In seinem Alter springt man nicht mehr. Mach mal hoch die Leiter. Ah, krass. War mir gar nicht aufgefallen, dass da die ganze Zeit eine Leiter neben mir hängt, ne? Zack, an die Ecke stellen. Nicht an die Felge? Schön an die Felge. Nee, an die Ecke. Der Kollege hält jetzt die Treppe. So, nächstes Auto. Huracan STO. Fahrzeugpreis um die 400.000 Euro. Die kosten ja Liste um die 350, 360. Gehandelt werden sie für 400 oder sogar 400.000 Euro plus. Also jetzt einmal bitte Huracan STO unter dem Bugatti Park. Das geht jetzt ganz geschmeidig. Beim vierten Auto läuft es auch schneller. Genau. Alles gut. Also er wollte gerade eine Fernbedienung haben und ihr seht, zack. Geil, ne? Also die Schnauze schiebt er quasi nochmal vorne unten rein. Richtig heftig aus. Boah. Also die Motorhaube ist jetzt komplett unterm Aventador. Wir sind jetzt praktisch auf der dritten Etage. Wir haben ganz oben den Urus, dann haben wir den SVJ und jetzt ist die Haube vom STO komplett, Felix. Hast du das drauf? Die gesamte Front ist jetzt praktisch unter dem SVJ. Das ist der Wahnsinn. Wir sind praktisch auf drei Etagen gerade unterwegs in dem Transporter. So. Aber wenn die Tür schon mal offen ist, halt mal rein. Jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Also Respekt an die Jungs, die vorhaben, in diesen Sitzen hier
einmal von Edinburgh bis nach Montenegro durchzuballern. Ich meine, gepolstert sind die ja etwas, aber das sieht nach Bandscheibenvorfall aus für mich. Ich bin froh, dass der Bugatti deutlich bequemer ist. Jetzt haben wir noch ein Auto und dann sind wir durch. So, und da kommt der Urus. Was für ein Tempo er da ankommt. Okay, ich gucke hier drauf. Oh. Links, links! Schaut hier, schau rein. Also der Reifen ist schon dran, also es ist perfekt. Hier ist Platz, perfekt. Jetzt haben wir hier den Abstand. Und vorne, hier ist es wirklich eng, Leute. Stoßstange an Stoßstange. Alle Autos werden jetzt nochmal gesichert, dann gehen wir den Papierkram durch. Und dann geht es für uns schon weiter. So Leute, es ist Gumball Day. Wir sind voller Aufregung, um nicht zu sagen, wir scheißen uns ein vor Freude. Es geht gleich los. Die Jungs packen die Autos. Wir fahren jetzt an den Flughafen nach Frankfurt, wo wir dann mit Lufthansa nach Edinburgh fliegen werden. Mal gucken. Unser Reisegefährt zum Flughafen, Cadillac Escalade Langversion. Es müssen ja alle Koffer reinpassen. Und ihr seht, wir haben unheimlich viel Gepäck dabei. Wir haben Technik dabei, wir haben die Kameraausstattung dabei. Dann haben wir Klamotten dabei, wir haben Autotechnik dabei, wir haben Diagnosegeräte dabei. Und das alles sollte man irgendwie ins Auto reinkriegen. Wir hoffen erstmal, dass das Flugzeug genug Platz für uns hat. Leute, es geht jetzt los. Ich bin so aufgeregt. Ich habe meinen Reisepass hier. Ich habe den Jungs 10-mal gesagt, Reisepässe bereithalten. Ich habe auch gar nicht geschlafen gestern Nacht, um ehrlich zu sein, vor Aufregung. Das ist die größte Reise unseres Lebens. Ja, also ich glaube, keiner von uns hat was Krasseres unternommen. Was gibt's mehr, Leute? Ich weiß auch gar nicht, was uns erwartet. Und das Schlimmste ist, was ihr euch überlegen müsst, ich bin noch nie im englischen Linksverkehr gefahren. Und wir müssen mit einem Bugatti von Schottland runter bis nach Frankreich. Wie soll das funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich noch nie gefahren. Ich hoffe nur, dass vor mir genug Autos waren, damit ich erstmal entspannt hinterherfahren kann, weil ich sehe mich an der Kreuzung schon falsch abbiegen. Egal, es geht los. Ab ins Auto. Wir sitzen im Auto, standesgemäßes Reisen. Serkan vermisst jetzt schon seine Ehefrau. Wie süß, oder? Und er hat da nochmals schön gewunken und sich verabschiedet. Aber wie, ne? Ja. Ja. Da sitzt übrigens Nuno am Lenkrad. Das sieht auch mega aus beim Cadillac. Schaut euch mal hier den Tacho an. Schaut auf, viel Spaß. Ja, gewaltig, die Akademie. Oh, es ist Gumball Day. Heute Anreisekarte. Es ist übrigens mega kalt. Ihr seht, alles total luxuriös hier. Guckst du nach rechts, da kommt nichts. Ich laufe los, bis ich von links einen Riesenbus. Ich glaube, hier ist alles voll mit Autos. Hi there. Hi, how's it going? Oh, how are you doing? Nice to meet you. Very good, very good. Just waiting for my trailer. Yeah, I know. What's coming? Even I'm very excited to see what you're now announcing. No, it's a bit predictable, maybe. It's a car, I guess. It's a car. It's a car. But it's not necessarily my gumball car. Okay. It's a complicated story. Okay. We're here to see. So, Leute. Also, wir haben Schmie und Schmie macht jetzt irgendwie gleich um 19 Uhr eine öffentliche Ankündigung. Er stellt uns was ganz Besonderes vor und da kommt auch schon das Ding. Nur was für eins? Da hat er gemeint, lasst euch überraschen, nicht das, was man erwarten würde. Also wir gucken jetzt mal. Der Anhänger sieht cool aus. Turbotransport. Denkst du, was richtig krasses? Ich weiß es nicht. Er hat gemeint, wahrscheinlich wisst ihr schon, was es ist? Ich so, ja, bestimmt ein Auto. Wir wollten euch gerade zeigen, was Schmied gleich enthüllen wird. Auf jeden Fall enthüllt er etwas. Und jeder so, was ist das? Ja, also, es ist kein Auto, das ich so auf Anhieb zuordnen kann, muss ich sagen. Gucken wir mal. Also, was ist das? Ich kann es immer noch nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir einen riesigen Roofscoop hinten drauf. Wisst ihr, was es ist? Do you know? Do you know what it is? Which model is it? The PSR. Senbo. Senbo? Ja. Was ist ein Senbo? Ich hab keine Ahnung. Okay, so, we're seeing it and everybody is like, oh, what's that? We expected something really great.
Ja, Leute, keine Ahnung. Die Jungs laden ab, dann wissen wir mehr. Bestimmt erzählt uns Schmier auch noch gleich etwas über das Auto. Wir werden ihn auf jeden Fall während der Tour fragen, was er da genau fährt. Leute, es ist vollbracht. Wir sind nun offiziell in Edinburgh angekommen. Unsere Autos sind da, wir sind da, alles ist vollständig. Wir haben nichts verloren, wir haben uns gegenseitig nicht verloren. Wir haben auch unsere Autos wiedergefunden. Wir haben im Hotel eingecheckt, es hat alles geklappt. Es gab einige Hürden auf dem Weg, aber Ende gut, alles gut. Morgen geht es weiter mit dem offiziellen Start des Gumballs, Tag 1 Gumball. Für uns heißt es jetzt erstmal ein bisschen Sightseeing. Die Stadt ist echt schön, die hat echt was zu bieten. Ich sehe euch morgen.